ihr benötigt 200 Gramm Mehl, insgesamt 200 Gramm Zucker. Davon gebt ihr 50 Gramm in der Extraschüssel, also 150 Gramm und 50 Gramm. Ihr benötigt ein Ei, Backpulver, Salz, Zimt. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch Schokostückchen hinzufügen. Und bei dem Ei seht ihr hier Klasse M. Also wir haben jetzt Freilandeier genommen. Ihr könnt auch Bio-Eier nehmen oder vom Bauern. Dann wisst ihr wirklich, woher die Eier kommen. Und ihr benötigt noch 150 Gramm. Und die Butter, die schmelze ich hier in so einem Wasserbad. Ihr könnt es auch ganz normal in einem Topf schmelzen. Aber ich habe mich jetzt hier für mein Schüsselchen entschieden. Das ist ganz praktisch. Da könnt ihr auch Schokolade drin schmelzen. So in so einem Wasserbad geht ziemlich schnell. Und dann benötigt ihr noch eine Küchenmaschine. So, in das Mehl gebt ihr schon den Teelöffel von dem Backpulver hinzu. Dazu kommt noch ein Teelöffel Zimt. Einen zweiten Teelöffel Zimt gebt ihr an die 50 Gramm Zucker und vermischt. Also ihr verrührt die, vermischt die. So, das ist so eine Zimt-Zucker-Mischung. Also dass ihr eine Zimt-Zucker-Mischung bekommt. So. So, dem Ei gebt ihr eine Prise Salz hinzu. Das vermengt sich ja eh. Das Backblech ist schon vorbereitet. Ihr benötigt zwei Backbleche. Und den Ofen heizt ihr mit Umluft auf ca. 160 Grad vor. Jetzt seht ihr, hier ist meine Butter geschmolzen. Und jetzt kommt hier rein Zucker mit Butter. Und dann das Ei und es wird, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es schaumig schlägt. Mal gucken, was passiert. So, die Butter ist schon drin. Jetzt kommt der Zucker. Oh, da muss ich jetzt hier anmischen. Erstmal langsam, habe ich gedacht, vermischt. So, jetzt geschafft. Geht mal ein Stückchen höher und gebe das Ei mit hinzu. Das Mehl hinzu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Rührhaken dazu habe. Deswegen, ich probiere es erstmal. Wenn es nicht klappt, muss ich den währenddessen mischen, auswechseln. Ich würde sagen, es funktioniert so. Und dann, wenn es gut berührt ist, formt ihr kleine Kügelchen, die ihr dann in dieser Zimtzucker mischen lässt und aufs Backen. Ich habe jetzt den Haken gewechselt, habe noch ein bisschen mehr Mehl hinzugegeben, weil der Teig einfach zu flüssig war. Das lag daran, weil ich keine, also ich hatte nicht genug Butter und habe stattdessen G hinzugefügt, ca. 10 Gramm. So, jetzt ist das nochmal gut. Ich kriege jetzt alle. So, also es muss eine schön, gar nicht zu flüssige Masse sein, weil ihr müsst das mit den Händen formen. Und wenn es zu klebrig ist, könnt ihr nicht. So, das muss jetzt recht schnell gehen. Habt so eine Kugel, die wälzt ihr schön nach scharf hier in dieser Zimt-Zucker-Mischung. Und dann gebt ihr die aufs Backblech und drückt die so ein bisschen runter. Ich glaube, die gehen eh von selber nochmal dann auf. Ja, ist unscharf. Ah. So, jetzt seht ihr das. So, die Kugel hat so einen Durchmesser von ca. 2,5 cm. Und wie gesagt, ihr wälzt die schön hier drin, dass die gut mit Zimtzucker bedeckt ist. Dann legt ihr die hin in einem Abstand und drückt die so ein bisschen runter. In diesen Beschreibungen, die ihr im Internet findet, heißt, ihr könnt die auch mit dem Glas runterdrücken, aber ihr könnt ja auch rund runterdrücken. Sieht auch gut aus. Mal gucken, ich hoffe, das zerläuft nicht so. So sieht das Ganze aus und das schiebe ich jetzt für 13 Minuten bei Umluft bei 160 Grad in den Backofen. Und in das nächste, also in den restlichen Teig, mache ich noch die Schokostückchen rein. Ja, es sieht schon interessant aus. Die unteren sind schon fast fertig und die oberen habe ich gerade reingepackt. So, das sind die fertigen ohne Schokolade und die sind ungefähr anflächengroß und gut durch.